somit ein herzliches Willkommen zurück zu Infamous Second Son. Ich habe extra Pause gedrückt und wir drücken auf Weiter. Lichtshows veranstalten. Oh, Moment mal, ich höre gerade nichts, Leute. Das ist eine miese Lage. Okay. Kurzen hey, Moment, Reg, bitte. Ich habe gerade an die BHs gedacht. Lass das, okay? Ernsthaft, lass es. Okay, pass auf. Wenn ich Augustin erwische, kommt erst Wumm, Rauch. Und wenn sie dann in den so, da bin bang, ich wieder. Bang, mit der Lasershow. Ein Plan ist immer gut. Hey, ein Treffer beim Foto. Er heißt Brent Walker. Vor 2 Jahren wegen Drogenbesitz. Ja. Kommt. 2 Monate später wurde er in einer Gasse gefunden. Todesursache, einzelne Stichwunde, unbekannter Herkunft in der Brust. Ich schicke dir die Adresse. Ja, unser Mädel mag definitiv keine Drogendealer. Sieht so aus. Trotzdem seltsam, Mann. Wenn sie einfach nur Drogendealer umbringt, warum klingt es in den Nachrichten so, als würde sie wahllos Leute umbringen? Als könnte es jeden treffen. Ja, und weiter? Na, man sollte doch meinen, dass DOP würde wollen, dass jeder weiß, dass die Morde nicht wahllos sind. Dass niemand in Gefahr ist, außer Drogendealern. Dann gäbe es auch weniger Panik. Was willst du sagen? Dass das DOP den Leuten Angst machen will? Ihr Job ist doch, Panik zu verhindern. Ja, da hat der Bruder recht. Das DOP ist vor uns. Was auch immer das möchte, ist nicht unsere Angelegenheit. Wir begeben uns zur nächsten Mission. Ich habe eben eine Scheiße gebaut, Leute. Das wollt ihr gar nicht wissen. Ich erzähle es euch trotzdem mal. Macht man normalerweise nicht, aber ich bin ein kleiner YouTuber, der das darf. Momentan noch. Es sei denn, die Tausende werden... Die Tausender... Bereiche der Leute werden überschritten in Abonnentenzahl, dann nicht mehr. Da muss ich mich zusammenreißen. Ich bin eben losgefahren, wollte im Mediamarkt Resident Evil 7 mir besorgen und da ich mich kurzzeitig auf der Strecke umentschieden, woanders hinzufahren, weil bei mir im Ort das Spiel leider ausverkauft war, habe ich mir entschieden, auf einer anderen Strecke zu fahren und dann auf dem Weg dorthin hatte ich 100 drauf. Ich bin gefahren, plötzlich 70er-Schild und 200 Meter weiter vor mir hat sich ein moderner Blitzer befunden, der sich vorher da nicht befunden hat. Aber naja, ich denke mal, ich war nur 20 oder 10 km/h zu schnell. Kann auch 15 gewesen sein, aber ich hoffe mal, dass es in diesem Bereich geblieben ist. Miese Lage. Roter Punkt, plötzlich geblitzt. Bam. Ich dachte, scheiße, Leute. Scheiße, dachte ich nur. Warum heute? Naja. Oh shit, ich muss dahin. Ganz leise hier. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich auch nicht. Drogendealer. Ja, moin, Leute. Waren wir hier eigentlich schon? Oder was? Okay, bin in der Gasse, aber hier sind schwer bewaffnete Schläger. Sieht nach Drogengeschäft aus. Ich mache ungern einen auf Kopf, aber es ist die Pflicht jedes Bürgers einzugreifen, wenn er ein Verbrechen sieht. Also meinst du, ich soll jetzt Leute mit meinen Kräften umbringen? Ich hab nicht umbringen gesagt. Misch sie nur auf, mach ihnen Angst und vernichte ihre Ware. Ey, Leute. Mit Leuten meine ich nicht euch Leute, sondern diese Kerle, die mir gewaltig auf den Sack gehen. Beschieß mich nicht. Das waren Schüsse. Hast du sie umgebracht? Hey, ich nein, habe ich nicht. Bürger ich war unschuldig. Aber die wollten ihre Verbrecherpflicht. Das ist das DOP, was mich angreift. Das ist ja das Problem. So, mein Freund. Übergibst dich. Das ist eine kluge Entscheidung, denn wir haben ein bisschen mehr auf den Kasten, wie du es jemals haben wirst. Und ich bin echt zufrieden, Leute, mit der Qualität des Mikrofons. Dass sie mich verarschen, neben einem Zivilisten mich anzugreifen. Das geht in die Strafakte, mein Freund. Das ist nicht genehm. Schön. Ein bisschen da rein. Bingo. Wretch,
Das müsstest du sehen, Mann. Unsere kleine Rennmaus ist ein Tagger. Und zwar ein verdammt guter. Ja, toll, aber vergiss nicht, sie ist doch eine Mörderin. Okay? Und zwar auch eine verdammt gute. Ja, Delsin, sieh doch mal drüber weg, ey. Das ist ein Mädel. Was ist da zu viel verlangt? Ein Foto schießen, Kamera verwenden. Wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Sie kann toll Altare schmücken. Irgendwie ist das rührend. Naja, das muss nicht unbedingt was Gutes sein. Aber man sollte Kerzen nicht unbeobachtet brennen lassen. Du musst zugeben, ihr Wirbel ist genial. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt unserer Tour. Zum Höhepunkt. Ganz genau, das sieht echt meisterhaft aus. Okay, die Kleine holt sich Essen zum Mitnehmen und setzt sich dann hierher zu Neon Brand und erzählt ihm, wie ihr Tag so war, während sie ordentlich reinhaut. Olafs hat übrigens einen Laden auf dem Alaskan Way. Angeblich mit einem der größten Neon-Schilder der Stadt. Wenn ich Neon-Kräfte und Hunger auf Fischsuppe hätte, würde ich darum hängen. Bin unterwegs. Bin unterwegs? Achso, damit meint er uns, wo müssen wir denn hin? Dem Licht auf der Spur. 6 Upgrades verfügbar. Mission abgeschlossen. Das ging relativ schnell. Nächstes Ziel befindet sich weit, weit weg von uns. Leute, ich habe da eine Anmerkung an euch. Ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet, aber ich habe hier eine kleine Idee. Ich habe ja das Spiel besorgt. Ich weiß noch nicht, ob ich das sagen soll, was das für ein Game ist, aber ich glaube, ich mache das. Es handelt sich um dieses Spiel, um ein Horrorspiel. Es ist ein Klassiker, worauf wir nur gewartet haben. Es nennt sich der Horrorfaktor persönlich und es heißt Resident Evil 7. Resident Evil. Was haltet ihr davon? Soll ich es let's playen? Ja, ich sage selber ja, weil ich hatte es eigentlich vor. Nur Stream und let's playen, das ist so eine Sache, ne? Jagd auf Fetch. Starten. Bei 8 Minuten können wir uns das leisten. Wir gehen da runter. Gehen Sie zum Olafsschild und suchen Sie nach Fetch. Fetch Walker? Ihr Körper war von Drogen zerfressen. Und die Drogen machen Sie zu einer Bioterroristin. Wir brauchen Ihre Hilfe, um unsere Straßen von diesem Dreck zu säubern. Dreck, ja? Hey, entweder kämpfen Sie mit uns oder gegen uns. Ich bin selber einer von nur der Gute. Hier ist nochmal dieses Buch. Ich meine, das, wo drin steht, möge der, der ohne Sünde ist, den ersten Stein werfen? Radikaler! Wow, beeindruckende Selbstbeherrschung. Aber vielleicht wartest du lieber am Neon-Schild, ja? Das wäre etwas unauffälliger. Außerdem kommt sie bestimmt zum Nachladen dahin. Ja, und da oben sind wahrscheinlich weniger Leute, die ich gern vermöbeln würde. Das auch. Das war übrigens die Bibel. Ich meine, mein Zitat, das war die Bibel, falls du dich fragst. Tue ich nicht. Bist du ein Fan von uns, oder bist du? Kein Foto hier. Verstecken Sie sich in der Nähe des Olaf-Schild und warten Sie auf Fetch. Okay. Ey, wollt ihr mich verarschen? Wer schießt mich da an? Ich habe keine Zeit, Leute. DUP. Okay, ich brauche ein Versteck. Okay, das ist gut. Überwachung Benner Style. Wie viele Stunden später? Eine Zeit später oder... Ich glaube, uns wird das gleich vorgelesen. Oh Mann, riecht das gut. Einige Stunden, sag ich mal. Ach, warum habe ich denn Dylan keine Kohle abgeknüpft? Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, liebes Geld. Komm zu mir. Lass uns Freunde sein. Nein! Bist du
Dadadam, wir haben die Kräfte von Fetch übernommen. Und jetzt müssen wir nur noch lernen, sie zu kontrollieren. Und hinter ihr herrennen. Ach, nicht schon wieder. Genau wie letztes Mal, Delzin. Konzentrier dich. Lichtgeschwindigkeit, Baby. Oh, nein. Du entkommst mir nicht. Ich hab's jetzt drauf. Lass mich einfach in Ruhe. Lichtgeschwindigkeit, Baby. Juhu. Du kannst Wände hochlaufen? Das können wir auch. Wie abgefahren ist das denn? Okay, wo bist du? Da drüben. Und, wow, Jump, wollte ich sagen. Aber hat nicht geklappt. Ich brauche nur noch ein paar Tage. Ich muss beenden, was ich angefangen habe. Ah, ich verliere sie. Wir sind nicht so schnell wie du. Deswegen verlieren wir sie so schnell. Das ist der Grund. Nein, wir lassen dich nicht in Ruhe, denn wir brauchen was von dir. Wow, wo gehst du denn hin? Links? Richtig? Ja. Autsch, das hat wehgetan. Mann, ey Kleine, du musst dich beruhigen, okay? Entspann dich. Du wirst mich nicht zum Halten bringen. Lass mich einfach in Ruhe. Wir wollen dir doch gar nichts. Das war klasse. Ey, entspann du dich mal bitte. Okay. Ich komme nicht mal zum Entziehen der Neonkräfte, der Neonpartikel. Hallo, geht's denn noch? Die gute Nachricht, weniger Saft für Sie. Die schlechte Nachricht, ich bin nachblind. Hör auf, mich umbringen zu wollen, dann können die Bierreklamen noch ein bisschen weiter leuchten. Ich gehe nicht wieder zurück. Nachricht bin nicht mehr schwach. Kitzelt mich gerade. Jetzt nicht mehr. Noch mal zu, ich gehöre nicht zu Augustin. Du bist einer von ihren scheiß Robotern. Wie oft muss ich noch... Warte, sind das echt Roboter? Ich will nur ein bisschen von deinen Kräften. Sonst nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Wo müssen wir hin? Ich sehe doch nichts mehr, verdammt. Hallo. Ey, tut mir doch nicht weh. Verdammte Schnepfe. Gleich wieder verkacke hier, dann ist das deine Schuld. Hör auf, mich anzuballern. Verdammt. Ach, da ist es ja. Hey, bleib mal, hallo. Bleib mal ruhig hier.
Jetzt reicht's mir. Überrascht mich. Oh, das mache ich jetzt öfter. Oh Mann. Ist nicht so einfach, wie ich dachte, Leute. Nein! Da fehlt noch eine Menge, was wir noch besiegen müssten. Ich lasse dich nicht in Ruhe. Ich verkacke nur gleich, das ist das geringste Problem, was ich gerade habe. Hallo? Nach oben? Aufhören! Nein. Zur Hölle steckst du! Ich gehe nicht wieder zurück! Lass mich einfach in Ruhe! Hallo? Ey, bist du behindert? Entschuldigung für den Ausdruck. Ganz großes Entschuldigung. Oh, du hast mich fertig gemacht. Jetzt mache ich dich fertig. Oh, das mache ich jetzt öfter. Das mache ich auch öfter. Ich will stark. Ich weiß nicht das Wort. Ist gerade vergessen. Scheiß Situation hier. Bleib doch mal stehen hier. Probleme? Tja, nur laufen bringt wohl nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Bleib doch mal ruhig. Gleich haben wir dich, Fräulein. Schluss mit lustig hier. Nein! Ich gehe nicht wieder zurück. Ich auch nicht. Ich bin nicht in den Tod. Baller mich nicht ab. Das tut doch weh. Hallo. Ich gehe nicht wieder zurück. Oh doch. Diesmal schon. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh Mann, was ist heute... Seid mal ehrlich, Leute. Was hab ich heute verbrochen, dass ich so scheiße bin? Dass du so scheiße bist. Fetch, ergib dich doch einfach. Dann ist es nicht mehr so schwer. Komm her, kleine Fetch. Wir haben dich schon gefunden. Ich höre besser auf zu singen, denn ich mache das gerade, um mich zu beruhigen, um das Ganze besser zu... Besser zu... ich hab's vergessen, scheiße. Schrei mich doch nicht so an. Du tust mir hier wenig, ich dir. Okay, wo bist du? Komm raus. Und wo du bist? Nein! Nein, du tust mir doch nicht weh. Du tust mir die ganze Zeit weh hier, das ist das Problem. Hallo? Ich gehe nicht wieder zurück. Oh doch. Hallo? Nein! Komm raus. Dann weichen wir mal zurück. Ah, wir haben es endlich geschafft. Nein, nein, nein!
Als ich klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu denen gehören würde. Meine Kräfte waren eine Überraschung. Meine Eltern haben mich gemeldet. Sie wussten, was die Regierung mit mir anstellen würde. Und sie taten es trotzdem. Ich wusste nicht weiter. Aber mein Bruder Brent schnappte sich unsere Jacken und wir rannten weg. Das waren harte Zeiten auf der Straße. Wir reisten von Stadt zu Stadt, ganz auf uns gestellt. Dann trafen wir die Dealer und Mann, die gaben uns Stoff. Die Drogen waren himmlisch. Aber dann wollten wir immer mehr. Der Entzug war der Horror. Wir wollten immer den nächsten Schuss. Und wenn du deinen Stoff verlierst, wenn du denkst, dass dich jemand beklaut hat, die Drogen, die Dealer, die lassen dich Dinge tun, die... Oh Gott, Brent. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Die Regierung nahm mich kurz darauf fest. Aber das war kein normales Gefängnis. Ich lernte dort zu schießen und wie man tötet. Am Tag des Unfalls entkam ich also mit diesen Fähigkeiten. Mit allem, was ich für meine Rache brauchte. Brent, ich verspreche dir, jedem Dealer, den ich finde, deinen Namen auf die Brust zu brennen. Niemand sonst wird so leiden müssen wie wir. Nein, Bruder, niemand sonst. Gertzin, alles klar, Bruder? Was war los? Du warst gut. Komm schon, steh auf. Sehr gut. Hey, du warst gut. Ich weiß genau, wo wir dieses Gesindel hinbringen. Dahin, wo Augustin sie nicht findet und sie niemanden mehr verletzen kann. Ey, nein. Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Dachsen, sie ermordet Drogendealer. Ich mache nichts anderes beim DUP. Das musst du tun, um die Akomisch zu Hause zu retten. Nein, Mann, sie bleibt in Freiheit. Nein, niemals. Hey, ich weiß, du hast die gleiche Krankheit. Nicht Gabe, eine Krankheit. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Abschaum mitnehmen, dem wir begegnen. Hey, ich werde dich nie im Stich lassen, okay? Niemals. Aber die gehört in einen Käfig. Oh, hey! Ich übernehme die Verantwortung für Sie. Ja, weil Verantwortung auch etwas ist, das dir richtig gut liegt. Ich mach das. Gut. Ich bin wegen des Stammes hier, nicht für die Jagd auf Bioterroristen. Ich bin ein Conduit. Er ist cool, er. Ist eigentlich cool, nur heute nicht. Ja. Rein wir. Pass auf, Rich. Sorry, ich... Oh, wen haben wir denn da? Ist das Conduit-Club-Treffen endlich vorbei? Ich wollte nur mit dir reden, okay? Rausfinden, ob sie uns helfen kann. Oh, du spielst jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, oder? Du weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Hast du vielleicht vergessen, wer auch so jemand ist? Das zählt nicht. Du bist anders. Ja, ich weiß. Ich bin dein Bruder. Und dein Bruder bittet dich um deine Hilfe, weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe, dann tu es für den Stamm. Schön, was brauchst du? Danke. Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst noch kann. Und du bist mein Mann, der die Kernrelais beschaffen kann. Bitte, ist verschickt.
Buchstaben und dir zuliebe. Danke. Ich sage dir, was ich kriege. Ich will gar nicht wissen, was du kriegst. Bis dann, Mr. Leberwurst.